Kleistfesttage 2016, Tag 3, Baal. Auf der Hinterbühne. Es ist eine konzertante Lesung. Ich höre ein Nicken aus dem Hintergrund. Und wir schauen uns das jetzt an. Und ich freue mich total. Ich glaube, es wird super. Und wir sehen uns dann gleich im Saal. Das Stück ist gerade vorbei und ich habe direkt einen Gast gefunden, der spontan etwas in die Kamera sagen möchte. Wie hast du diesen Abend empfunden? Und kannst du ein paar Adjektive nennen, die diesen Abend beschreiben? Also für mich war es relativ spontan, dass ich hergekommen bin. Und ich kannte Brecht vorher fast gar nicht. Mhm. Beziehungsweise vielleicht war es auch schon wieder zu lange her aus der Schule. Das Stück, ja, das war auf jeden Fall brutal, laut und gut. Okay, die drei Berthold Brecht hätte es, glaube ich, geliebt. Ja. Die Adjektive sind also brutal, laut und gut. Heute 11.30 Uhr verlasse ich dieses Café. Wieso? Ich habe eine Fotografie von Marseille. Bist du schon verkommen? Weißt du noch, wie der Himmel aussieht? Komm mit mir. Ich weiß es noch nicht. Guten Tag, Emilie. Warum hast du mich hierher bestellt? Lauter Gesindel und eine Brandweinschenke. Aber das ist nur dein Geschmack. Okay, Stück ist vorbei. Ich stehe hier mit den beiden Protagonisten des Abends, Vater und Sohn. Und wir haben uns hier einen ganz tollen Ort ausgesucht. Stehen ist gut. Ja, das ist sehr interessant gewesen. Und ich habe gehört, ich habe gerade schon ein paar Stimmen eingefangen, laut, brutal und gut. Und ich würde irritierend noch hinzufügen. Können Sie dazu was sagen? Nee. Wenn es laut, brutal, gut und irritierend war, haben wir einen Volltreffer gelandet. Sehr gut. War alles und richtig, kann man sagen. Und Brecht hätte es gefallen? Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Wir verstehen uns eigentlich gut. Ich weiß nur, dass dem einem Frankfurt-Oderer, der ist nicht lautstärkeresistent, wie wir heute gemerkt haben. Das, genau. Hast du mitgekriegt? Ja, ich habe es mitbekommen. Ja, einer ist tatsächlich aufgestanden und hat sich nach hinten versetzt, weil das Stück zu laut war. Ja, dabei hatte der Junge gerade erst mal angefangen. Genau, es war sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön zu sehen, wie das Publikum auf Irritation reagiert. Und damit beende ich den Abend. Wir gehen jetzt nach Hause, schneiden das alles fertig und wenn es fertig ist, seht ihr es ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwo anders mal wieder. Hast du es gesehen, was wir für ein geiles Bühnenbild gemacht haben? Ganz genau, ich fand es super. Ich fand es unfassbar cool, wie schön das war, dass auch die Farben sich dann gewandelt haben. Es war unfassbar gut, eine ganz, ganz tolle Idee. Du bist mein neuer Freund. Ja. Wie heißt du? Kilian. Kilian, das merke ich mir. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend. Wenn du berühmt bist, ruf's mich an. Mach ich. Alles klar, mach's gut. Bis dann. Ich helfe dir runter. Ach, ich danke dir. Super. Beim Schneiden des dritten Kleistfesttages ist uns gerade aufgefallen, dass die Atmosphäre, die in dem Theater war, überhaupt nicht rübergekommen ist. Also dass in dem Moment, wo der Bass losging, die Bühne vibriert hat, das überträgt sich alles gar nicht auf den Vlog. Und deshalb möchte ich euch einmal darauf hinweisen, dass diese beiden bezaubernden Ladies, Jana und Anna, gemeinsam einen Blog schreiben über die Kleistfesttage. Und den müsst ihr unbedingt auschecken, weil einfach manchmal Sprache viel, viel besser funktioniert als das, was wir mit dem Auge sehen.